Leute, ja, neues Video. Wir sind jetzt hier an einem schönen See, für mich recht unbekannt. Ich mache jetzt meine zweite Nacht hier. Ja, letzte Woche durfte ich das erste Mal hier dran angeln. Leider geblankt, außer zwei Brassen gefangen. Ich schätze mal, der wird so um die 15 Hektar haben. Eine sehr schöne, coole Form auf jeden Fall. Einen schmalen Bereich, einen breiten Bereich. Reines Wurfangeln, also kein Boot erlaubt, kein Futterboot erlaubt. Deshalb oldschool, schön mit Marker und mit der Spomb. Ich bin gespannt, was geht. Wir haben jetzt aufgebaut, wie gesagt. Gefüttert haben wir jetzt auch schon. Ich habe 2,5 Stunden mit der Spomb hier gestanden. Habe erstmal gefüttert, Plätze gesucht und so weiter. Wo ich fische oder wie ich fische, werden wir dann morgen nochmal drauf eingehen. Wie gesagt, der erste Abend jetzt erstmal ankommen. Kameramann hat eine weite Fahrt gehabt. Da lasse ich mich mal überraschen, was so geht. Es ist natürlich immer schön, wenn man seinen ersten Fisch an einem neuen Gewässer fängt. Und das ist natürlich der Reiz, der mich jetzt hier auch hergelockt hat, um euch einfach mal zu zeigen, es gibt so viele Möglichkeiten. Man kann an kleinen Gewässern angeln, man kann an ja, großen Gewässern, kleine Flüsse, große Flüsse, alles Mögliche. Jede Angelart oder jedes Gewässer hat seinen eigenen Reiz und seine eigene Art, wie man da am besten vorgehen kann. Ja, wie ich hier vorgehe, werde ich dann morgen auf jeden Fall nochmal genauer drauf eingehen. Ich habe hier 3 Routen zur Verfügung, alle in verschiedenen Entfernungen zum eigenen Ufer. Ja, letztes Mal war es bessere Bedingungen am Fluss, aber man nimmt jetzt, was man hat. Und auf jeden Fall werden wir euch irgendwie den einen oder anderen Fisch vor die Linse bringen, bin ich mir sicher. Ja, stell dir mal vor, auf die Entfernung einen schönen Karpfendrill, das wäre mal was. Ja, so wie es aussieht, auf jeden Fall eine Brasse. Haben wir uns eigentlich schon fast gedacht, es gibt einige hier in dem Gewässer. Aber Fisch ist Fisch und der Futterplatz wird auf jeden Fall schon mal angenommen. Ja, ein Schneemann, einen kleinen Pop-up oben drauf, einen gelben, 20 mm Hookbait. Wie immer mein Fluorocarbon aus Derrick. Erster Fisch. Wir sind noch nicht lang hier. 2 Stunden vielleicht. Ich habe jetzt erstmal die ganze Zeit gefüttert. Mal sehen, was der Abend bringt, die erste Nacht. Ich bin auf jeden Fall zuversichtlich, auch wenn ich hier an dem Gewässer noch nie einen Fisch fangen konnte. Also noch nie einen Karpfen. Naja, das wird schon. Die nächste Brasse. Let's go. Da werden wir uns auf jeden Fall ein bisschen durchangeln müssen. Aber das werden wir hinbekommen und irgendwann hängt auch mal ein Karpfen dann dran. Oh, die wollte von alleine gehen. Ja, eben gerade die zweite Brasse gefangen. Diesmal auf die kurze Route. Ja, leider wieder kein Karpfen, aber es war schon vorauszusehen, dass wir uns ein bisschen durchangeln müssen. Es wird jetzt langsam ein bisschen dämmerig schon, falls sie nichts mehr von uns hört. Dann haben wir heute auf jeden Fall keinen Fisch mehr gefangen, keinen Karpfen. Ansonsten hoffe ich auf die Nacht und morgen früh. Und ich denke, dass wir morgen früh spätestens einen fangen werden. Die Nacht ist jetzt vorbei. Ich habe schon gedacht, oh, das wird eine Blanknummer auf jeden Fall, weil die ganze Nacht ja nichts ging und die Locals eigentlich gemeint haben, so zwischen 12 bis 3 in der Nacht kriegt man die Fische, vielleicht am Morgen noch einen. Wir haben die Taktik dann gestern Abend noch ein bisschen verändert. Ich bin weg von den Partikeln, ich bin weg von den Groundmix gegangen und habe eigentlich nur noch Boilies und Pellets gefüttert mit der Spomb. Nachts keine einzige Brasse und am Morgen, so um ja, 5:30 circa, ich habe mir gerade den Sonnenaufgang angeschaut, es war herrlich, es war lila, pink draußen, also wirklich wunderschön. Habe aus meinem Zelt rausgeguckt, auf die Routen ganz entspannt und auf einmal Vollbrenner ist das Ding losgerannt auf jeden Fall. Das war ja, Gänsehaut pur. Ich bin mega happy, mein erster Fisch in dem Gewässer und so eine Rakete. Mega schuppig, das ist wirklich... Zum Anfang für so ein neues Gewässer, besser kann es so nicht starten, besser kann es nicht laufen. Und ein mega Fight heute Morgen, wie gesagt, das war abartig. Ich bin überhappy,
Sehr, sehr schöner Fisch, sehr massiv auf jeden Fall. Ich schätze mal so auf die 17, 18 Kilo. Ich habe leider die Waage, ja, die Batterie war leer, schlecht vorbereitet, aber so ist es halt. Passiert auch mal. Ansonsten, ja, gebissen hat der Kollege auf die lange Rute, wie schon erwähnt, 90 Meter. Da ist so eine Landzunge, da geht es vom Ufer flach abfallend rein. Ich liege auf der Kante bei 3 Meter circa, danach fällt es runter auf 4,5, 5 Meter. Mir wurde schon gesagt, dass hier tagsüber eigentlich nichts geht, bis auf vielleicht die Brassen. Ich habe natürlich gehofft, noch einen jetzt fangen zu können über den Tag. Aber vielleicht haben wir in den Abendstunden Glück oder spätestens heute Nacht. Und dann haben wir die zweite Nacht hoffentlich mit dem zweiten Fisch beendet dann. Die Sonne steht jetzt schon hoch am Horizont. Ich habe jetzt mal einen Kaffee getrunken und habe mich dazu entschieden, mal sie zu füttern, weil wir ja schon ein paar Brassen auch gebissen hatten und der Karpfen heute Morgen. 3 Routen habe ich. Eine liegt ganz in Ufernähe, eigene Kante direkt, wo es runtergeht, unten am Fuß quasi, bei ca. 4,5-5 Meter. Dann habe ich eine andere Route, die zweite liegt auf ca. 50 Meter Entfernung. Da kamen aber leider nur Brassen. Und die weite Route ist ca. 90 Meter entfernt. Da ist ein Plateau, so eine Landzunge, die quasi vom anderen Ufer sich rausstreckt. Und da liege ich so zwischen, ja, 2,80 Meter und 3,10 Meter, je nachdem. Und ja, die Route hat auch den Karpfen gebracht. Und jetzt, wie gesagt, erstmal ein bisschen füttern mit der Spomb. Ein paar Hände voll platziert hin auf dem Marker. Und dann mit dem Wurfrohr noch ein paar Einzelbeutis rundherum, dass die Fische auch, wenn sie kommen, ein bisschen suchen müssen und immer mal wieder den Platz anschwimmen. Let's go, bevor die Sonne richtig hoch steht. Und dann ist hier auf jeden Fall richtig Wüste. Nachdem ich die Spomb beladen habe, schüttel ich die mal ganz kurz, damit die Pellets sich und die Beule sich unten absetzen, das Gewicht unten ist. Dann flattert die nicht so in der Luft, gerade bei weiten Würfen. Bei den kurzen ist es eigentlich relativ egal. Aber es hat sich halt so eingeprägt bei mir. Kurz fokussieren, den Marker anpeilen. Ja, 50 Meter, kurze Distanz, geht schnell. Was anderes wird es dann später auf jeden Fall bei den 90. Die lange Route muss ich jetzt natürlich auch noch füttern, da wo der Fisch gekommen ist. Ich habe mich dazu entschieden, da die Pellets und Partikel wegzulassen. Einfach aus dem Grund, weniger Brassen hoffentlich. Nur Beutis gefüttert, ich habe eh 15er und 20er dabei. Da können die Brassen auch noch genug mitfressen und den Platz ein bisschen aktivieren. Ich bin jetzt dabei, die letzten 2-3 Spombs zu knallen. Danach werden wir uns mal ein bisschen in den Schatten verdünnisieren, weil wir haben schon wieder um die 30 Grad. Ich glaube eh nicht, dass über den Tag was geht. Und ja, deshalb werden wir mal einfach schauen, dass wir heute Abend spätestens oder heute Nacht, morgen früh, hoffentlich noch mal einen Karpfen fangen können. Und solange werden wir die Plätze aktivieren, gut vorbereiten, unser Bestes geben, was wir machen können. Und dann wird es schon von allein wieder laufen, denke ich. Mal ein, zwei Worte zu meinem Tackle, was ich hier benutze. Die Schnur, die ich verwende, ist unsere Outline Camo Braided Mainline in 30 Lips, Durchmesser 0,25 mm. Die hat sehr, sehr gute Wurfeigenschaften, gute Abriebsfestigkeit und vor allen Dingen ist sie schnell sinken, was für mich hier eigentlich wichtig ist, weil wir auch hier viele Enten haben und so, sonst habe ich ständig die Enten in den Schnüren. Ich bin sehr zufrieden mit der Schnur, die habe ich schon mehrere Jahre im Gebrauch. Alle Gewässer gemeistert, egal ob es Bootangeln war, Flussangeln oder jetzt hier bis Wurfangeln. Ansonsten gibt es nicht viel zu sagen, es ist ein simples Angeln. Ihr wisst, wie ich es mache, Helikoptermontage, ein 85 Gramm Blei, ein Wurfblei drauf, das D-Rig davor geschaltet. Und ja, der beste Köder ist halt immer noch die Zeit, man muss einfach am Wasser sitzen und die Zeit nutzen und dann wird man auf jeden Fall auch zum Erfolg kommen. Die letzte Route habe ich jetzt geworfen, zweiter Abend. Über den Tag ging jetzt leider nichts, wie wir eigentlich auch erwartet haben. Es war einfach viel zu heiß und ja, die Brassen haben ein bisschen die Plätze sauber geräumt, leer geräumt. Ich werde jetzt noch mal ein bisschen was füttern. Dann gibt es eine schöne Pizza zum Abendessen und hoffentlich heute Nacht dann Fisch oder morgen früh. Ansonsten, wenn wir jetzt keinen mehr fangen, bis die Sonne untergeht, wie immer, bis morgen früh.
Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, die zweite Nacht ist jetzt rum. Ich konnte zum Glück noch mal einen fangen. Diesmal einen kleinen Wilden. Aber wie gesagt, ein schöner Fisch. Die sind alle sehr unberührt hier, die Fische. Und für mich natürlich auch hier der zweite Fisch ist erst aus dem Gewässer, der zweite Karpfen. Ich freue mich natürlich mega, auch wenn es so ein kleiner ist. So, ich zeige euch mal kurz. Wir werden jetzt bald zusammenpacken. Es kommt auf jeden Fall noch ein kleiner Regenschauer heute Mittag. Bis dahin wollen wir weg sein. Aber ja, wie gesagt, wieder derselbe Platz, derselbe Köder, wie gestern auch schon. Auch fast dieselbe Uhrzeit, ein Ticken früher vielleicht. Aber der ist auf jeden Fall durchgelaufen, der Kollege. Guten Vollround hingelegt, guten Fight. Bin mega happy, bin zufrieden. Auch mit der gesamten Session, aber da werden wir später nochmal drauf kommen. Die nächste Brasse. Ich habe heute Morgen nochmal Bock. Aber man merkt auf jeden Fall, das Wetter hat sich verändert. Die Fische haben jetzt Hunger im Vergleich zu gestern. Gestern war es einfach viel zu heiß. So Leute, es fängt jetzt übelst an zu regnen hier. Wir hauen jetzt ab, Abbruch. Zwei Nächte, zwei Karpfen für mich. Also ich bin auf jeden Fall happy mit dem Resümee jetzt zum Ende hin. Es waren so um die 5-6 Brassen, die ich gefangen habe. Aber von den Locals habe ich gehört, es könnte auch schlimmer sein. Man hätte auch ja, 18-20 Brassen fangen können und gar keinen Karpfen. Links und rechts neben mir sitzen auch Karpfenangler. Die haben die letzten zwei Nächte geblankt. Also spricht jetzt erstmal für mich, dass ich da draußen einen Platz gefunden habe, der auf jeden Fall gelaufen ist. Und ja, wie gesagt, ich bin happy. Im Hintergrund, ihr seht schon, Trolley ist beladen. Nur noch die Routen raus, Zelt zusammenbauen und dann geht's ab nach Hause. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne mal ein Like da, ein Kommi da, abonniert, macht die Glocke an, damit es immer wieder ja, regelmäßigen Content geben für euch. Und ansonsten, peace out und bis zum nächsten Mal. Nicht nur auf einem Punkt, ja, punktuell füttern. Tschüss, die geht nicht zu.